Die Kriminalpolizei Hamburg bittet um Ihre Aufmerksamkeit. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist der Gewaltverbrecher Karl Schanz aus der Strafanstalt Fußbüttel ausgebrochen. Der flüchtige Täter ist vermutlich bewaffnet. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Kriminalpolizei Hamburg entgegen. Was wollen Sie denn schon wieder von mir? Ich habe ein paar Fragen an Sie zu richten. Aber ich habe doch schon alles gesagt. Das meinen Sie? Sie werden sich wundern, was wir noch alles wissen wollen. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Das hat doch keinen Sinn. Machen Sie die Tür auf. Aber ich weiß von nichts. Da wollen Sie sich noch lange so mit mir durch die Tür unterhalten? Allein? Ja.
Sieht ja fast so aus, als ob du mich erwartet hättest. Du bist wahnsinnig, hierher zu kommen. Ich brauche 24 Stunden. Ich muss schlafen. Doch nicht hier. Wo denn sonst? Das ist Wahnsinn. Die Polizei war schon hier. Die können jeden Augenblick wiederkommen. Was hast du denen erzählt? Dass ich nichts weiß, natürlich. Wo hast du die Uniform her? Steht mir gut, wa? Gefall ich dir so? Hast du den Polizisten... Ach, der liegt gefesselt in deinem Streifenwagen. Er wollte einen großen Mann spielen, dieser Idiot. Allein auf Jagd gehen, auf eigene Faust. Ist ja eigentlich verboten. Aber mir hat er sehr geholfen. Aber den anderen... In den Nachrichten haben Sie gesagt... Den habe ich erstochen. Soll ich anders tun? Du hast ihn ermordet. Ich habe niemanden ermordet. Es war Notwehr. Du warst selber schuld. Die werden dich kriegen. Mich? Wie kommst du denn darauf? Du hast keine Chance. Das sind Tausende, die hinter dir her sind. Die sind auf sowas trainiert. Ja? Bisher habe ich nicht viel davon gemerkt. Die haben Zeit. Die brauchen sich kein Bein ausreißen. Die wissen ganz genau, diese Spannung, das hält auf die Dauer keiner aus. Ich muss mich ausruhen. Und dann? Was dann? Dann verlange ich freies Geleit. 1 Million. Und ein Flugzeug nach Südamerika. Und du denkst, das werden sie dir alles geben? Es wird ihnen wohl nichts anderes übrig bleiben. Wenn alles klappt. Und wenn sie sich weigern? Dann haben sie sich die Folgen selber zuzuschreiben. Lebendig jedenfalls kriegen die mich nicht mehr. Das haben schon viele gesagt. Ich bin nicht viele. Ich bin der Schanz. Ja. Das warst du auch, als ihr das große Ding gedreht habt. Und wo seid ihr gelandet? Daran war nur dieser Idiot von deinem Mann dran schuld, dieser Versager. Gestern hat er wieder im letzten Moment die Hosen voll gehabt. Übrigens, ich soll dich schön von ihm grüßen. Danke. Schön. Schön, wirklich schön. Sehr schön. Wirklich sehr schön hier.
Ich fürchte nur, Eddie würde das gar nicht gefallen. Ich habe die Scheidung eingereicht. Ja? Ist ja kein Wunder. Wie geht's denn dem Ettore? Ich arbeite nicht mehr. Aha. Und das habe ich gehört. Wieso? Na, glaubst du denn, im Knast wissen wir nicht, was los ist? Wir wissen alles. Über jeden. Alles. Möchtest du hören, was Eddie und ich über dich wissen? Ach, lass mich doch in Ruhe. Ja, es hat ja auch Zeit. Karl? Ja? Meinst du das ernst? Was? Willst du wirklich hierbleiben? Warum glaubst du, bin ich hierher gekommen? Um dir schöne Grüße von Eddie auszurichten? Was soll ich damit? Nimm es. Das ist alles, was ich gespart habe. Das ist wie Geld. Der Schmuck ist auch viel wert. Nimm es, aber geh bitte. Weißt du, was das ist? Das ist ein Trinkgeld im Vergleich zu dem, was ich von der Regierung erwarte. Mehr habe ich nicht. Ich habe dir gesagt, ich brauche 24 Stunden. So viel Zeit wird dir die Polizei nicht lassen. Vielleicht sind sie schon unterwegs hierher. Die suchen mich jetzt ganz woanders. In dem Streifenwagen habe ich den Polizeifunk abgehört. Karl. Mhm. Wenn die doch hierher kommen. Du wirst lachen. Ich warte sogar darauf. Da. Nimm es zurück. Ein Profi würde nur eine Minute brauchen, um den ganzen Krempel zu finden. Versteck im Kleiderschrank. Was soll ich sonst damit? Die Bank legen? Ja, ja. Ja, da hast du recht. Immerhin. Das Geschäft floriert. Besser als die ganze Nacht hinter der Theke stehen und sich von dem besoffenen Pack anquatschen lassen. Was soll denn das? Telefonate nur mit meiner ausdrücklichen Genehmigung. Karl, ich erwarte jemand. Wenn ich ihn jetzt nicht anrufe, ist er eine halbe Stunde hier. Na, dann lass ihn doch kommen. Vielleicht ist es lustiger. Zu dritt. Ich hol Eis.
ist mir schon immer gefallen. Was du nicht sagst. Leider ein paar Jahre zu spät. Eddie war dazwischen. Wie moralisch. Du hast mir auch immer gefallen. Ja? So viel Rücksicht auf Eddie. Der hat mir immer leid getan. Der war immer so ungeschickt. Mit Frauen. Und jetzt? Jetzt tut er dir nicht mehr leid. Jetzt ist es anders. Trink mir noch einen. Jetzt ist es anders. Zwei Jahre, Christine. Zwei volle Jahre. Das hat nichts zu bedeuten, Karl. Nee. So was passiert eben. Wer sollte das besser wissen als ich? Karl. Das hat nichts zu bedeuten. Du bist eben übermüdet. Karl. Ich gehe. Du kommst wieder zu dir. Ist das der Mann, den du heute erwartest? Ich weiß nicht. Das ist bestimmt die Polizei. Ach, du weißt es nicht. Das ist die Polizei. Und sie fragen, warum ich heute gerade bei dir aufgetaucht bin? Ha? Na, geh doch schon. Was stehst du hier noch rum? Was willst du überhaupt hier? Was hast du zu suchen in meiner Wohnung? Suchst du vielleicht den? Wo hast du den her? Na, woher schon? Ich dachte, du wolltest gehen. Na, geh doch endlich. Ich habe es mir anders überlegt. Du bist ja wirklich ein ganz raffiniertes Biest. Beinahe hättest du mich so weit gebracht. Beinahe hätte ich vergessen, warum ich hier bin. Heute. Kurz vor dem Abend. Was soll das heißen? Kannst du dir nicht vorstellen, warum ich gerade heute bei dir aufgetaucht bin? Ich verstehe dich nicht. Du verstehst mich sehr gut. Ich brauche dich doch nur anzusehen, um zu wissen, dass du mich sehr gut verstehst. Die Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag ist die ungünstigste Zeit für einen Ausbrecher.
Wovon redest du eigentlich? Ja, leider scheint das nicht zu klappen, denn sonst hätte er ja nicht angerufen. Aber es ist ja ziemlich klar, dass er nicht kommen kann bei dem Wirbel. Zu seinem Clubabend, oder wie er das nennt. Den freien Donnerstagabend. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Doch. Du weißt das sehr genau. Was soll das? Hast du uns damals verpfiffen? Eddie und mich? Du bist wohl wahnsinnig. Nur du wusstest über das Ding, das wir drehen wollten. Bescheid nur du, niemand anders. Warum um Gottes Willen hätte ich das tun sollen? Warum? Ich werde es zeigen. Warum? Woher kommt denn das alles hier? Die Möbel, die Wohnung, die Einrichtung, das viele Geld und dieser Schmuck. Woher? Ha? Als ob du das nicht wüsstest. Ich weiß alles, darauf kannst du dich verlassen. Ich habe dir vorhin gesagt, dass wir da drin über alles Bescheid wissen. Über alles. Auch über dich. Du hast eine erstklassige Stelle aufgegeben. Du weißt doch, aus welchem Grund. Das hast du gesagt, ja. Aber ich habe dir kein Wort geglaubt. In Wirklichkeit hast du doch überhaupt gar keine Kundschaft. Oder doch? Sie beschränkt sich allerdings auf einen einzigen Mann. Und diesen Mann will ich haben. Ich brauche ihn. Und du, du wirst ihn mir hierher bringen. Ich schwöre dir, du irrst dich. Ach, halt doch die Schnauze. Der hat doch eben angerufen, wahrscheinlich um dir zu sagen, dass er nicht kommen kann. Und jetzt wirst du ihn anrufen. Wie du das machst, wie du es anstellst, das ist deine Sache. Aber er muss hierher kommen. Es gibt keinen solchen Mann. Deshalb kann ich ihn auch nicht anrufen. Du verkennst völlig deine Lage. Willst du mich erschießen? Tu's doch. Sowieso das Einzige, was du wirklich kannst. Was glaubst du eigentlich, wie weit du danach noch kommst? Das ist erst der Anfang. Ich zerbrech dir jeden einzelnen Knochen. Und wenn ich damit fertig bin, dann traust du dir nicht mehr in den Spiegel zu gucken. Ich schwöre dir, es gibt so einen Mann nicht. Na, Lügen hast du nicht gelernt. Na gut. Den Mann, den ich meine, den gibt es nicht. Dann fangen wir doch einfach an mit dem Erstbesten. Komm! Zum Beispiel mit der Nummer? 82, 41, 41. Was soll ich ihm sagen? Was du willst. Aber ich warne dich. Du musst ihn dazu bringen, dass er hierher kommt. Willst du ihn umbringen? Hältst du mich für einen Idioten? Dieser Mann ist mir eine Million und ein Flug nach Südamerika wert. Karl, ich kann nicht. Ich kann das nicht. Also Schluss jetzt mit dem Gerede. Los, ruf an! Hallo? Christine? Ja, ich bin's. Ich habe vorhin versucht, dich anzurufen. Sag ihm, du warst einkaufen. Ich war einen Moment unten, was besorgen. Warum rufst du an? Kannst du nicht kommen? Ich habe viel zu tun. Du weißt doch, was passiert ist. Ich habe solche Angst. Das brauchst du nicht. Er sitzt bereits in der Falle. Kannst du... Ich habe mich so auf dich gefreut. Aber du kannst ja sicher denken... Ja, nur eine halbe Stunde vielleicht. Naja, gut, eine halbe Stunde. Wenn es irgendwie geht, dann komm doch bitte. Also gut, ich muss hier nur noch ein paar Dinge klären. Ich komme dann so bald wie möglich. Gut, ich warte auf dich, ich freue mich. Deine Stimme klingt so sonderbar. Ich bin ein bisschen heiser. Ich komm gleich. Ich warte auf dich. Ich freue mich. Brav. Du bist ein braves Kind. Das hast du gut gemacht. Oh.
Wohnt hier jemand, der einen gelben Sportwagen fährt? Ich hab dich was gefragt! Weiß ich nicht. Da kennst du jemanden, der so einen Wagen fährt? Da unten parkt einer und dieser Kerl. Mein Gott, das ist der Hinze. Der Hinze? Was will denn der hier? Ist das so schwer zu erraten? Dann wissen die das schon. Ach Quatsch, dieser Zeitungsschnüffler ist der Polizei immer um eine Nasenlänge voraus. Der weiß, dass du hier bist. Gar nichts weiß der, der will die Gegend hier ein bisschen abklopfen. Ja, aber... Aber... Denn... Bist du verrückt? Das darf doch nicht passieren! Mir kann das nur recht sein. Ich habe eine Schwäche, für fette Schlagzeilen. Was habe ich da gemacht? Was habe ich da gemacht? Du bleibst hier schön brav sitzen und wartest. Du bist ein Schwein. Du bist ein solches Schwein. Was liegt dir denn an dem Kerl? Von dieser Sorte wimmelst doch. Damit du es weißt, ich liebe ihn. Ja, glotz mich nur so an. Ich war eine Nutte, okay, aber das ist anders jetzt. Verstehst du? Ich liebe den. Der ist anders als alle, die ich jemals kennengelernt habe. Du bist doch verheiratet, oder? Und ich will ja nichts von ihm. Ich will nur, dass er zu mir kommt. Und es ist vorbei jetzt. Mir kommen die Tränen. Ja. Ja, ist doch klar. Moment. Moment. Ich ruf später nochmal an. Hier Hinze. Hört mal, ich glaube, ich bin einer ganz tollen Sache auf der Spur. Nein, ich kann auch nichts Genaues sagen. Aber haltet mir auf alle Fälle eine Spalte frei. Ja, was heißt denn das? Schluss ist doch sowieso erst um 11. Also, ich lasse doch von mir hören. Ciao. Hat ihr einen Schlüssel? Christine? Nicht schießen. Bitte nicht schießen. Den Schlüssel. Schließ ab. Ich habe Ihnen damals schon gesagt, Herr Staatsanwalt, dass wir uns noch einmal begegnen würden. Was wollen Sie von mir? Einiges. Aber treten Sie doch erstmal näher. Gib mir den Schlüssel. Ich kann nichts dafür. Ich kann wirklich nichts dafür. Er wollte mich umbringen. Was bist du doch für ein erbärmliches Luder. Aber, Herr Staatsanwalt, solche Worte aus so gepflegtem Munde. Es wird Sie teuer zu stehen kommen. Sie verkennen die Lage vollkommen, aber das ist ja auch kein Wunder bei dem Schock. Na? Ist er nicht fadelhaft? Hat sie das nicht sehr geschickt gemacht? Wie kannst du sowas sagen? Bitte glaub ihm kein Wort. Er hat mich geschlagen, er hat mich mit der Pistole bedroht. Ich konnte nichts anderes tun. Lass das, es ist nicht mehr wichtig. Was gedenken Sie zu tun, Chance? Ich bin in Ihrer Hand. Gut, und weiter? Zuerst möchte ich Sie bitten, sich mit der Stirn zur Wand zu stellen. Hände nach oben, los!
Wenn Sie eine Waffe suchen wollen, das ist nicht nötig. Ich trage nie eine. Das ist unvorsichtig. Ich möchte trotzdem ganz sicher gehen. Hast du nicht ein Stück Schnur, Schätzchen? Ich bin nicht dein Schätzchen. Aber, vorhin hast du aber ganz anders gesungen, Liebste. Oh, du Schwein. Du, der Größte. Ein mieses Schwein bist du. Ein Versager. Du sollst ein Stück Schnur holen, verstanden? So. Los, Herr Staatsanwalt, hinsetzen! Na, wird's bald, los! Hier. Nehmen Sie die Hände hoch. Muss das sein? Ich möchte ein paar Stunden schlafen. Aber nur ein paar. Nicht für alle Ewigkeit. Mit durchschnittener Kehle. Ich bin kein Mörder. Ich auch nicht. Das wissen Sie verdammt gut. So. Das wär's. Aber ich warne Sie vor irgendwelchen Dummheiten. Die Knoten würden sich nur noch fester zusammenziehen. Und was versprechen Sie sich von dem Ganzen? Das werden Sie gleich sehen. Ich möchte den Polizeipräsidenten sprechen. Wer spricht da bitte? Ach, lassen Sie doch den Quatsch. Verbinden Sie mich mit dem Polizeipräsidenten. Der ist in einer Sitzung. Ja, dann holen Sie ihn raus. Wer spricht da bitte? Schanz. Welcher Schanz? Welcher Schanz? Welcher Schanz? Dieser Schanz. Sie blöde Kuh. Die hat aufgelegt. Ist doch kaum zu fassen. So, jetzt hören Sie mal gut zu, Sie doofe Ziege. Hier spricht Schanz, Karl Schanz, der zurzeit von der Polizei meistgesuchte Mann in diesem Lande. Verbinden Sie mich mit dem Polizeipräsidenten. Ganz egal, wo er ist und was er macht. Verbinden Sie mich sofort mit ihm. Oder Sie fliegen. Das verspreche ich Ihnen. Bleiben Sie in der Leitung. Na also. Sie kommen nicht durch, Schanz. Sie verschlimmern nur Ihre Lage. Lassen Sie das gefälligst meine Sorge sein. Ja? Hallo? Herr Präsident, hier spricht Schanz. Wo sind Sie, Schanz? Die Frage ist doch ein bisschen plump. Ehe das Gespräch beendet ist, wissen Sie es doch sowieso. Kommen Sie zur Sache. Also nun hören Sie mal gut zu, Herr Präsident. Ich bin sehr müde und ich möchte gerne 24 Stunden ungestört sein. Das könnte Ihnen so passen. Nein, Sie missverstehen mich. Natürlich ist das keine unangemessene Bitte, sondern ein Geschäft, das ich Ihnen anbiete. Was können Sie schon anbieten? Na, mehr als Sie ahnen. In meinen Händen befindet sich der Oberstaatsanwalt Henner. Wie bitte? Ja, Sie haben ganz richtig gehört. Oberstaatsanwalt Henner. Kann ich ihn sprechen? Nein, das können Sie nicht, denn der sitzt gefesselt auf einem Stuhl. Das ist doch ein Bluff. Wenn Sie das meinen, kann ich Sie sehr schnell vom Gegenteil überzeugen. Warum wollen Sie ihn nicht an den Apparat lassen? Haben Sie ihn? Aber wo denken Sie denn hin? Natürlich lebt er. Wie lange? Das hängt von Ihnen ab. Was verlangen Sie? Im Augenblick 1 Million, natürlich in bar und in gebrauchten Scheinen, und ein Flugzeug nach Südamerika. Und wie ich schon sagte, 24 Stunden absolute Ruhe, keine Polizei in der Umgebung, keine faulen Tricks. Sonst knallt's. Kann ich Sie wieder anrufen? Ja, natürlich können Sie das. Inzwischen haben Sie doch die Nummer sicherlich. So ist es. Das dachte ich mir. Auf Wiederhören. So. Das wär's. Auf Ihr Wohl, Herr Staatsanwalt. Das ist ein gutes Zeug. Ausgezeichnet. Wie werden Sie zuletzt doch kriegen? Ich möchte wissen, wie. Danke. Es ist immer das gleiche Spiel, Schanz. Die gesamte Polizei des Landes ist auf der Jagd nach Ihnen.
Wir haben die modernsten Nachrichtenmittel. Beste Ausrüstung. Und was vielleicht am wichtigsten ist, so ein Apparat hat keine Nerven. Ich habe auch keine. Das dürften Sie inzwischen bemerkt haben. Vielleicht jetzt noch nicht, aber Sie werden sie kriegen. Die haben nämlich Zeit. Nehmen Sie einen guten Rat von mir an. Geben Sie auf, ehe alles noch schlimmer wird. Schlimm ist es erstmal für Sie. Machen Sie sich bitte um mich keine Sorgen. Ich habe die beste Garantie, die es geben kann. Den Staatsanwalt, der mich zu Unrecht als Mörder verurteilt hat. Steh auf! Ich kann mir vorstellen, wie die im Polizeipräsidium herumhüpfen, wie die aufgescheuchten Hühner. Vorneweg der Polizeipräsident. Gut. Angenommen, Sie kommen durch nach Südamerika. Wie soll es dann weitergehen? Auch mit 1 Million in der Tasche und ohne Auslieferungsgefahr. Das heißt noch nicht, dass man Sie da mit offenen Armen aufnehmen wird. Man wird Sie beobachten. Beschatten auf Schritt und Tritt. Sie werden nur frei sein, solange Sie Ihre Rechnungen bezahlen können. Und die werden sehr hoch sein, darauf können Sie sich verlassen. Ist gut, dass Sie mich daran erinnern. Ich werde die Summe verdoppeln. Ich habe Sie gewarnt, Schatz. Ich kann mir vorstellen, es dauert nicht lange und Sie kriegen Heimweh nach Ihrer Zelle. Ist ja rührend, wie Sie um meine Zukunft besorgt sind. Wie wäre es denn mal umgekehrt, wenn wir uns über Ihre Zukunft unterhalten würden? Ich bin nicht so reich, wie man munkelt, Schanz. Aber immerhin, wir könnten über einiges reden. Ich höre. Wenn Sie mich gehen lassen. Das heißt, wenn die Öffentlichkeit nichts erfährt über die Umstände, unter denen ich Ihnen in die Hände gefallen bin. Das ist interessant, das ist wirklich interessant. Was würden Sie mir denn bieten? Sagen Sie, was Sie verlangen. Das wird ja immer besser. Da versucht ein Staatsanwalt, man stellt sich das mal vor, einen Verbrecher zu bestechen. Hör doch auf! Merkst du denn nicht, dass er einen Narren aus dir machen will? Du hältst dich da raus! Sonst schlägst du wieder zu, wie? Schlag doch. Aber hör auf, ihn zu quälen. Da unten steht ein Sportwagen. Er gehört dem Hinze. Er hat gesehen, wie du gekommen bist. Du kannst dir die Schlagzeilen von morgen früh vorstellen. Und er weiß das ganz genau. Ist das wahr? Bist du ganz sicher? Ja. Mein Gott, das wäre für mich... Ja, siehst du denn nicht, dass er erstickt? Ich habe sie gewarnt. Kann ich einen Schluck Wasser? Da. Das war knapp. Ich hätte ihm nicht eine Träne nachgeweint. Was könntest du wohl für ihn fordern, wenn er tot ist? Ist noch was da? Es gibt ja noch eine. Na los, 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 los. Doktor, wenn Sie mir versprechen, keine Dummheiten zu machen, dann lasse ich Sie ohne fesseln. Mir auch. Machen Sie da, was Sie wollen. Ich glaube, das machen wir jetzt alle. Na, dann auf die Zukunft. Sehr witzig. Rein.
Ich hab noch die kalte Platte. Danke, ich hab keinen Appetit. Bring sie her. Und Bier, aber kalt. So leid. Ich möchte, dass du weißt, dass... Sag es ihm doch. Was denn? Dass ich nicht schuld bin. Na schön, Doktor. Ich habe sie gezwungen, sie hierher zu locken. Zufrieden? Das ist doch jetzt nicht mehr wichtig. Ja? Ah, Herr Präsident. Geben Sie mir den Herrn Staatsanwalt. Also, Sie möchten ihn sprechen? Ja, das ist sicher möglich, aber ich weiß nicht, ob er das will. Der Herr Polizeipräsident möchte Sie sprechen. Ja, ich bin's, Herr. Wie war denn das möglich? Das wirst du höchstwahrscheinlich morgen früh in den Zeitungen lesen können. Kann ich irgendetwas für dich tun? Nein, nein, danke. Oder doch. Bitte ruf den Senator an und sag ihm, die Umstände erlauben es mir nicht, dass ich meine Demission persönlich und sofort überbringe. Du kannst schon sagen, wenn er dir irgendetwas antut, dann... Nein, nein, ich glaube nicht, dass er mich töten will. Er behandelt mich nicht schlecht. Soll ich deiner Frau? Nein. Bitte lass meine Familie vorläufig aus dem Spiel. Kann ich sonst irgendwas? Nein, nein, ich danke dir, aber mach dir keine Mühe. Erst wieder raus hätten. Ja, da kann ich dir wirklich keinen Rat geben. Das liegt nun an euch. Gib mir nochmal den Chance. Ja. Er will Sie nochmal sprechen. Hm? Setzen Sie sich hin. Ja, ich höre, Herr Präsident. Herr Chance. Sie bekommen nicht eine Minute länger Aufschub als Ihre 24 Stunden. Ja, das habe ich auch gar nicht anders von Ihnen erwartet, aber ich warne Sie. Keine Polizei in der Umgebung. Keine faulen Tricks. Ich will mich jetzt hinlegen und schlafen. Tun Sie das auch? Ich glaube, wir haben es beide nötig. Ja. Also dann bis morgen, Herr Präsident. Ach ja, rufen Sie an oder soll ich Sie anrufen? Wir rufen Sie an, Herr Schanz. In Ordnung. So, eigentlich ein ganz netter Kerl. Der nennt mich immer Herr Schanz. Naja, mich in diesem Moment als Mörder zu beschimpfen, wäre auch nicht das Richtige, oder? Hm? Obwohl Sie doch einer sind. Sie wissen ganz genau, dass das Notwehr war. Ich wundere mich immer, wenn ich Leute wie Sie sehe, Schanz. Was haben Sie von all dem? Da trinken Sie und sparen Sie sich Ihre Moralpredigten. Ich verstehe Sie nicht. Sie haben doch alle Anlagen, ein nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu sein. Oh. Die menschliche Gesellschaft ist auch schon was. Wenn die menschliche Gesellschaft nicht so unmenschlich wäre, dann gäbe es weniger Leute wie mich. Ich will nur sagen, Sie sind doch ein Mann, der den Mut zum Risiko hat, der tatkräftig ist. Was hätte aus Ihnen im Leben nicht alles werden können? Also machen Sie doch weiter. Dann kommen wir gleich die Tränen. Ursprünglich wollte ich mal Strafverteidiger werden. Oh ja. Als Verteidiger hätten Sie die Verbrecher genauso brillant aus den Klauen der Gesetzesmaschinerie herausgehauen, wie Sie sie als Ankläger, die Unschuldigen, bereitwillig in den Knast stecken. Fühlen Sie sich unschuldig? Das habe ich nicht behauptet. Es war ein hoher Einsatz und ich habe verloren. Nur die Art und Weise, wie ich verloren habe, die war nicht sauber. Leute wie Sie machen immer denselben Fehler. Sie fühlen sich einmalig, Sie knobeln ein bombensicheres Ding aus. Aber Sie denken nie daran, immer passiert irgendetwas Unvorhergesehenes. Dann sind Sie geliefert. Und worüber sind Eddie und ich gestolpert? Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Vielleicht ein vertraulicher Hinweis an die Polizei. Oder die im Voraus nicht einkalkulierbare Tatsache, dass die Frau eines der Bankräuber ein Verhältnis mit einem lebenslustigen Staatsanwalt hatte. Was reden Sie denn da? Der ist verrückt. Der spinnt ja. Er glaubt, dass wir beide... Also mal Schluss. Raus mit der Sprache. Hat sie uns verpfiffen? Wie kommen Sie denn auf so einen Unsinn? Ich sag dir, er spinnt. Hat sie es getan? Ich will eine klare Antwort. Ja oder nein? Schanz, ich bin kein Freund von großen Worten und in so einer Situation schon gar nicht. Aber ich schwöre Ihnen, dass daran nichts, aber auch überhaupt nichts wahr ist. Ich habe Christine zum ersten Mal in meinem Leben im Gerichtssaal gesehen, als Zeugin bei der Verhandlung. So ein Schwur von einem Staatsanwalt, wie Sie einer sind, der ist einen Dreck wert. Ist doch wirklich eine einmalige Situation. Da stehe ich jetzt rum mit zwei Männern, die beide glauben, ich hätte ihr Vertrauen missbraucht und sie ans Messer geliefert. Dir wird das Lachen noch vergehen. Was würde es denn ändern an der Sache, wenn ich es getan hätte? Ha? Also gut, wenn du willst. Ich habe Eddie und dich verpfiffen. Ja, ich wollte es immer schon tun. Nur habt ihr mir beide vorher keine Gelegenheit dazu gegeben. Immerhin ist es einer der raffiniertesten und schwierigsten Tricks, wie eine Ehefrau ihren Mann loswerden kann. Direkt empfehlenswert. Sie überredet ihn zu einem Bankraub mit anschließendem Totschlag. Dann verführt sie den Staatsanwalt. Und im Bett verrät sie ihm die ganze Geschichte. Hat sie dann den Staatsanwalt satt? Verhilft sie einfach einem der beiden vorher verpfiffenen Gefangenen zur Flucht, versteckt ihn in ihrer Wohnung und liefert ihm den gehassten Gegner ans Messer. So einfach ist das. Und so dämlich ist eure Logik. Hör auf mit dem Geschwätz. Eddie und ich, wir haben lange gegrübelt, worüber wir eigentlich gestolpert sind. Und als wir das dann von euch erfuhren, da war doch alles klar. Das konnte doch gar nicht anders sein. Ein sehr schön gebasteltes Alibi für Ihre Überheblichkeit, Schanz. Aber die Wahrheit dürfte viel einfacher sein. Ihr Partner war ein bekannter Säufer und Prahler. Gern den großen Max gespielt, mit Geld um sich geschmissen. Da sollten Sie einhaken, wenn Sie es wirklich so genau wissen wollen. Dann war es also Eddie, hä? Ich weiß nicht, wer Sie verpfiffen hat. Ich weiß nur, dass ich Christine zu der Zeit noch nicht kannte. Mein Gott, ist denn das so wichtig in der Lage, in der wir sind? Ihr glaubt wohl, wir sind rein zufällig hier. Das ist ein kleiner Irrtum. Eddie und ich, wir wussten über eure Donnerstagabende Bescheid. Darauf haben wir unseren Fluchtplan aufgebaut. Wir wollten sie haben. Und ich hab sie. Wieder eine Fehlplanung, Schanz. Wenn mein Verhältnis zu Christine bekannt wird, und das dürfte es wohl inzwischen sein, bin ich nicht mehr das große Ass. Dann bin ich gesellschaftlich und beruflich ein Leichnam. Und in Anbetracht dieser Tatsache dürfte es für meine Kollegen und für meine Familie genehmer sein, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Für die da draußen habe ich nur noch als Toter irgendeinen Wert. So darfst du nicht reden. Wir können irgendwo neu anfangen. Du bist sehr lieb, Christine. Klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber du hast mir sehr viel gegeben in letzter Zeit. Eine Dirne. Na und? Wenn ich mich nicht irre, werfen Sie mir kleinbürgerliches, heuchlerisches Denken vor. Und wie denken Sie selbst? Wenn Sie so frei von Vorurteilen sind, warum tun Sie es denn nicht? Fliegen Sie doch mit mir nach Südamerika. Fangen Sie doch neu an. Dafür bin ich zu alt. Früher war das einfacher. Da hatte man seinen Berufsethos. Da gab es aus so einer Lage nur einen einzigen Ausweg. Da zahlte man mit vollem Einsatz. Eine Kugel durch den Kopf. Boah, tun Sie es doch. Dafür bin ich zu feige. Aber um die Wahrheit zu sagen, Schanz, ich wünsche mir, dass die Polizei nicht nachgibt. Dann werden Sie nämlich mit Ihrem Berufsethos konfrontiert. Dann müssten Sie zahlen. Jetzt hört doch endlich mal auf. Ihr langweilt mich mit diesem dummen Quatsch. Wahrheit, Heuchelei, Berufsethos, Verantwortung. Alles blödes Zeug. Was willst du uns denn vormachen? Ha, du! Nichts. Das ist es eben. Gar nichts. Ich habe mich nie so erhaben und gut gefühlt wie ihr. Weshalb sollte ich mich jetzt schlecht fühlen? Hä? Ich habe was Bestimmtes in meinem Leben gewollt.
Ich habe es auch teilweise erreicht. Und das ging jetzt eben schief. Schluss, Ende. Das ist eine etwas zu bequeme Einstellung, Christine. Damit kann man alles entschuldigen. Und du? Du hast doch von Anfang an gewusst, was das heißt, wenn du dich mit mir einlässt. Und jetzt jammerst du und redest von Sühne. Du hast doch gewusst, wie alles kam. Aber jetzt tut's dir leid, ja? Jetzt bereust du's, wie? Christine. Ach, sei still. Ich habe sehr gut verstanden, was du vorhin gesagt hast. Dass mein Mörder doch liebe. Der weiß wenigstens genau, dass es kein Zurück mehr gibt. Dass er die Grenze ein für alle Mal überschritten hat. Ah ja. Und dann bricht er aus, der Mörder. Verlangt eine Million, ein Flugzeug nach Südamerika und entzieht sich seiner Verantwortung. Nicht wahr, Schanz? Der Einsatz ist auch maximal. Das wird sich noch zeigen. Sie haben schon einmal, als man sie geholt hat, sehr verzweifelt geschrien. Nicht schießen, bitte nicht schießen. Das war Panik. Das hat mich ganz unvorhergesehen erwischt. Warten wir es ab. Wie das auch endet, Sie werden nie mehr etwas davon haben. Das ist nun mal sicher. Sehen Sie sich das an, Doktor. Das ist Ihre menschliche Gesellschaft. Die wollen Blut sehen. Oder Sie hinter Gittern. So scheußlich. Wie haben die das so schnell erfahren? Es geht wie im Lauffeuer. Immerhin können Sie den zweifelhaften Ruf genießen, in den nächsten 24 Stunden der berühmteste Mann der Stadt zu sein, Schatz. Ich liebe zwar Schlagzeilen, aber die kommen nicht auf Ihre Kosten. Das verspreche ich Ihnen. Ich glaube schon. Haut ab! Ich zähle bis drei. Eins. Zwei. Drei. Das hast du genial gemacht, Karl. Jetzt kannst du ruhig aufmachen, ich bin ganz alleine hier. Sei doch vernünftig, Karl. Wir kennen uns doch, wir sind doch alte Freunde. Übrigens soll ich dir Grüße von deiner Mutter ausrichten. Sie ist sehr besorgt um dich. Aber sie lässt dir sagen, du sollst unter keinen Umständen... Hau ab! Ich will schlafen! Großartig. Eine tolle Schlagzeile. Mehr brauche ich im Augenblick nicht. Das Interview erscheint morgen sowieso. Was für ein Interview? Kennen Sie ihn wirklich so schlecht? Das Interview, das wir ihm soeben gewährt haben, wir drei, ganz exklusiv, selbstverständlich. Wenn ihr auf die Toilette müsst, tut's jetzt.
Bring mir eine Decke. Wozu denn? Wozu? Du kannst Fragen stellen. Sehr bequem werden Sie es nicht haben, Doktor. Aber es ist gut, dass es heutzutage auch Badezimmer ohne Fenster gibt. Nacht. Ich? Du kannst in deinem Bett schlafen. Bring mir eine Decke. Willst mich auch einsperren? Das kannst du ja selber machen. Na, du geh schon! Dr. Henner wird mit dem Flugzeug unversehrt zurückkehren. Ich kann mich doch auf Ihr Wort verlassen. Es wird Ihnen kaum etwas anderes übrig bleiben. Bitte. Also dann, guten Flug. Ein Teufelskerl, Schanz. Ich bewundere Sie. Das hätte kaum ein anderer geschafft. Ich hoffe, Sie haben Champagner an Bord. Sowas muss doch gefeiert werden, Doktor. Kommen Sie. Schläfst du? Was willst du denn? Ich kann nicht schlafen. Ich wollte nur sagen, ich war das nicht. Ja, ist ja schon gut. Aber ich möchte, dass du mir das glaubst.
das so wichtig? Für mich schon. Ich wollte auch noch sagen, dass du für mich der einzige richtige Mann bist, den ich jemals getroffen habe. Ein Schwein, ein mieses Schwein, nicht wahr? Das habe ich doch nicht so gemeint. Christine. Christine. Karl. Christine. Los jetzt! Zieh dich an. Und das schnell! Und hau ab! So. Und jetzt legst du die Pistole schön auf den Tisch. Du spinnst wohl. Gib die Waffe her. Ich mach keinen Spaß, ich warne dich. Gib sie her. Noch einen Schritt und ich schieße. Einen Dreck wirst du. Ich hab gesagt, du sollst sie hergeben. Na? Wird's bereit. Ich schieße wirklich. Also schieß doch. Oder gib sie her! Nein! Nein! Bitte nicht! Oh, Luda! Nein! Bitte du nicht! Du dreckiger Stoffer! Los! Luda! Du! Schanz, um Gottes Willen, lassen Sie das! Schanz! Schanz! Haben Sie sie, Doktor.
lass mich doch durch. Ich hab nicht so viel Zeit. Halt's Maul, der Schand. Schlafen? Lassen Sie mich in Ruhe. Machen Sie einen starken Kaffee. Mach dir selber einen. Ich habe gesagt, du sollst uns einen starken Kaffee machen. Machen Sie ein paar frische Eier. Ich hab keinen. Ja, dann Wurstbrot oder ein Käsebrot oder sonst was. Ist ja auch egal. Das müssen Sie sich ansehen, Doktor. Sie hätten sie nicht schlagen dürfen, Schanz. Na, wieso? Die haben mich doch fast reingelegt. Die haben mich doch mit der eigenen Pistole bedroht. Das ist zweierlei Maß. War doch Ihr gutes Recht. Sie wenden Gewalt an, wo immer Sie können, aber wenn Sie sich wehrt, dann sind Sie empört. Was hast du denn hier empört? Die hätte doch schießen können. Das kann nicht jeder. Das stimmt. Wollen Sie was essen, Doktor? Nein. Herr Präsident? Nein, ich bin's, Karl. Bist du schon wach? Ja. Gut geschlafen? Ach, du bist es. Ja, gut, aber nur zu kurz. Sag mal, hast du wirklich geschlafen? Tja, warum sollte ich nicht? Wie wär's mit dem versprochenen Interview? Ach, habe ich dir eins versprochen? Klar, du hast gesagt, du möchtest schlafen, aber... Ja. Das habe ich gesagt. Und wie denkst du dir das? Willst du hierher kommen? Sicher. Könnte ich auch den Redaktionsfotografen mitbringen? Das kommt ja gar nicht in Frage. Du kannst ja selber drauf drücken. Also bis gleich. Sag mal, hast du gar keine Angst? Das gehört zum Berufsrisiko. Wir sind doch Freunde, oder? Ja. Das stimmt. Das sind wir. Naja, ach, tun Sie doch bloß nicht so. Sie hatten doch auch nie etwas gegen geschickt arrangierte Publicity. Nicht auf die Art. Da ist doch auch für Sie ein Haufen Geld drin. Da will er auch mit Ihnen sprechen. Exklusiv. Zwei volle Seiten. Die Story des Jahres. Vielen Dank. Ach, Sie haben sicher heute kein heißes Bad genommen. Wohl zum ersten Mal in Ihrem Leben. Ciao, Karl. Ciao. Oh, ciao, Herr Doktor. Aber, was ist das für ein Benehmen der Presse gegenüber? Du hast also mit meiner Mutter gesprochen? Ja, gestern Abend. Wo ist denn eigentlich Christine? Was hat sie gesagt? Wer? Ach ja, deine Mutter. Ich hab sie ja schon erzählt. Sie lässt dich schön grüßen. Und sonst?
Sonst, naja, sie hat nicht viel gesagt. Sie war ziemlich angespannt. Hast du die Zeitung da? Nein, aber ich kann sie dir ja dann raufschicken. Übrigens, aus dem Fenster kannst du es nicht sehen. Aber rundherum wimmelt es von Polizei. Du hast sie wieder ganz schön auf die Beine gebracht. Was hast du eigentlich von ihr gewollt? Von wem? Wieso? Von meiner Mutter. Menschliches Interesse. Bring sie nicht um! Ist noch warm, der Kaffee. Möchten Sie einen? Ja, gern. Dazu noch was Stärkeres. Im Prinzip bin ich gegen jede Art von körperlicher Gewalt, Schatz. Aber ich muss gestehen, in diesem Fall war es mir ein reines Vergnügen. Aber sonst sind die schon recht, solange sie euch Publicity verschaffen. Aber manchmal kann man sich diese Leute nicht aussuchen. Schatz. Noch 2 Stunden, Schatz. Inzwischen dürfen die einen Plan haben, wie sie klein kriegen. Mir ist es egal. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Jetzt hört doch endlich mal auf mit dem Gequatsche. Wem wollt ihr denn eigentlich noch was vormachen? Doch nicht mir! Hat dich jemand was gefragt? Das ist ja zum Kotzen. Da plustern sich 2 zu Supermännern auf und dabei schlottern sie beide vor Angst. Und du? Ich auch. Aber ich mache mir wenigstens nichts vor. Mir nicht und anderen auch nicht. Was mich angeht, bis zum Irrtum. Ich mache niemandem mehr etwas vor. Polizeipräsidium? Hier spricht Schanz. Ich möchte den Polizeipräsidenten sprechen. Der Herr Präsident ist im Augenblick nicht zu erreichen. Na, wieso? Für mich muss er doch zu erreichen sein. Sie hatten ein Abkommen, das endet erst in 2 Stunden. Er muss doch jederzeit zu sprechen sein. Ich bedauere, er ist im Augenblick nicht zu finden. Also jetzt hören Sie mal gut zu, Sie doofe Ziege. Die hat aufgelegt. Ich hab's Ihnen ja gleich gesagt. Die werden mich nicht klein kriegen, das verspreche ich Ihnen. Ich habe das Gefühl, Sie haben es schon geschafft. Ach, halt's Maul. Die Nervenschanz, deren ganze Taktik beruht darauf. Also Nervenkrieg, bitte, bitte. Den können die haben. Ich werde meine Forderung verdoppeln und diesen Kacker von Polizeipräsidenten, den lasse ich mitfliegen, der wird noch Blut und Wasser schwitzen. Und euch alle, alle, werde ich noch das Fürchten lehren. Das verspreche ich euch. Kommt mal her, schaut euch das an. Heiße Würstchen! Heiße Würstchen!
1,90 €, so fast umsonst. So viel kann ich dabei. Wer ist hier der eigentliche Mörder? Sehen Sie sich das an, Herr Staatsanwalt. Dieses Pack muss weg. Was regst du dich denn so auf? Das kann dir doch egal sein. Bist doch sonst nicht so zimperlich. Sie haben die Spielregeln noch nicht begriffen, mein lieber Schanz. Jeder hat das Recht, dabei zu sein. Aber die haben doch eine Frau zertrampelt. Das regt Sie auf? Haben Sie denn noch nie jemanden zertrampelt? Also das hier ist kein Theater, das ist blutiger Ernst. Und wenn die Polizei es nicht tut, dann werde ich dafür sorgen, dass das aufhört. Da unten. Bist du denn total verrückt? Da unten wimmelt's doch von Scharfschützen. Ich verstehe dich nicht. Hören Sie auf mit diesem Unsinn, Schanz! Machen Sie nicht alles noch schlimmer! Ich möchte, dass diese Gaffer verschwinden! Bitte räumen Sie die Straße. Erschweren Sie uns bitte nicht die Arbeit. Bitte gehen Sie zurück. Bitte räumen Sie die Straße. Erschweren Sie uns bitte nicht die Arbeit. Bitte gehen Sie zurück. Jetzt wird's ernst. Kurz vor 10. Aber die Lage scheint nicht Ihren Wünschen zu entsprechen. Ach, das ist die letzte Nervenprobe. Die geben schon nach. Wenn Sie nicht nachgeben? Sie müssen. Es bleibt Ihnen doch gar nichts anderes übrig. Schanz, hören Sie gut zu. Hier spricht der Polizeipräsident. Schanz, geben Sie ein Zeichen, dass Sie mich hören können. Ich mach's Fenster auf. Vor Ihrer Wohnungstür liegt ein Megafon. Holen Sie das und melden Sie sich dann. Ende. Du holst das hin. Aber sei ein braves Kind. In der Tür geirrt. Das Ding liegt vor der Nachbarwohnung. Dann hol's. Ich zähl bis 10. Dann bist du zurück. Ich muss zurück und schießen. Schieß ab! Los, den Schlüssel. Ist die Luft draußen rein? Ja. Zum Fenster, Doktor. Los. Melden Sie sich, Herr Präsident. Schanz, Ihre Frist ist um. Ich gebe Ihnen jetzt noch genau 3 Minuten, sich zu überlegen, was Sie tun wollen. Da gibt's gar nichts zu überlegen, Herr Präsident. Ich bestehe auf meinen Forderungen. Punkt für Punkt. Ihre Forderungen sind abgelehnt. Ich erwarte, dass Sie in 10 Minuten Ihre Geiseln freilassen und mit erhobenen Händen aus der Wohnung kommen. Dann gibt es heute Abend noch ein paar Tote, Herr Präsident. Sie sind total umzingelt. Sie haben keine Chance. Einverstanden. Kommen Sie. Holen Sie mich. Ende. Also haben Sie mich abgeschrieben? Das können Sie sich gar nicht leisten. Oh doch. Das kommt allen sogar sehr gelegen, denn jetzt müssen Sie mich ja wohl erschießen, wenn Sie Ihr Gesicht wahren wollen, oder? Ach so, was reden Sie denn da? Halten Sie den Mund und warten Sie gefälligst ab. Schatz, hören Sie jetzt gut zu. Junge! Junge, hier spricht deine Mutter. Gib auf, Junge! Junge, die werden dich umbringen. Mutter, halt dich da raus! Mutter, bitte, bitte geh nach Hause, Mutter. Ich bitte dich.
So geh doch schon! Ich komme hinauf, mein Sohn. Ich komme zu dir, mein Junge. Guter Schachzug. Meinst du, dass die... Vorhin hat er von der letzten Nervenprobe gesprochen. Vielleicht ist das die allerletzte. Da glauben Sie mal, Sie hätten an alles gedacht. Aber ich bitte Sie, ich will mit ihm allein sein. Gehen Sie doch, Herr Kommissar, und schicken Sie Ihre Leute weg. So kann ich nicht. Ich habe es gut gemeint, Herr Kommissar, aber so kann ich nicht. Was willst du jetzt machen? Was ich jetzt machen will? Hol deinen Mantel, wir hauen ab. Kommen Sie, Doktor. Herr Präsident, schicken Sie meine Mutter nach Hause, sowas zieht nicht. Ich verlange jetzt 2 Millionen. Und in 10 Minuten einen Wagen zum Flughafen und Sie werden ihn fahren. Ende! Du hol deinen Mantel! Schanz? Ja? Ich habe nichts mehr zu verlieren. Aber Sie? Sie wissen es nur noch nicht. Was reden Sie da für einen Unsinn? Gehen Sie vom Fenster weg! Es ist sinnlos, Schanz. Sie werden nie beweisen können, dass Sie mich nicht hinuntergestoßen haben. Was Sie? Was ist passiert? Geh. Nein! Nicht schießen.